Max macht Schule, der Fachschulencheck auf Antenne Steiermark. Max macht Schule heute in Hartberg und zwar in der Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft. Das heißt, wie bei vielen anderen Schulen, Land- und Ernährungswirtschaft steht drauf. Es ist aber noch was ganz, ganz anderes drinnen und zwar das Thema Pflege. Und das schauen wir uns heute an. Lea, inwiefern spielt eben Pflege bei euch eine Rolle in der Fachschule? Also bei uns in der Fachschule hat die Pflege schon eine große Rolle und darauf geht man halt auch eher in der zweiten dann ein. Wir haben da den Pflegefit-Kurs, da kriegen wir auch dann ein Zertifikat, dass wir das durchgeführt haben, dass wir die Stunden da waren. Und man geht da eher auf im Theoretischen und im Praktischen drauf ein. Zum Beispiel im Theoretischen haben wir aus unserem Buch heraus gelernt, wegen der Demenz, was man mit einer dementen Person macht, wie man mit der umgeht, weil da gibt es viele Sachen, auf die man achten muss, weil die kann man nicht wie eine normale Person behandeln. Man achtet auf deren Bedürfnisse, dann speziell auf was man wirklich achten muss bei denen. Und im praktischen Teil lernen wir dann, wie wir die Person lagern oder wie wir die Person richtig einbetten oder sonstiges. Und genau das werden wir heute auch symbolisch herzeigen, das Umlagern einer Person. Ja, genau. Funktioniert wie? Man beginnt damit, dass man zu der kranken Person hingeht und einmal den Körperkontakt aufbaut und der Person einmal erklärt, was man macht, dass die sich nicht schreckt davor, dass die auch weiß, was jetzt genau passiert. Aber als erstes deckt man mal die Person ab, dann stützt man den Fuß ab, er winkelt ihn so ab in ein Dreieck und greift der Person dann aufs Schulterblatt und man greift unter die Fußbeuge rein und nimmt man dann das Knie und den Schulterblatt und dreht die Person zu sich. Man muss immer darauf achten, dass man mit der Person trotzdem in Berührung bleibt, dass die eben keine Angst hat, dass sie runterfliegen könnte. Und wieso ist das Umlagern jetzt so wichtig? Warum kann man jetzt sagen, sie liegt ja eh bequem und es passt so? Wenn eine Person länger auf einer gleichen Stelle liegen bleibt oder immer selbst, also in derselben Position liegt, kann es halt schon leicht sein, dass sie sich wund liegt und das ist halt dann höllisch schmerzhaft. Und da kann es halt wirklich auch zu Entzündungen kommen und meistens ist das hinten am Steißbein, wenn die Person immer in Rückenlage liegt. Und deshalb ist das Umlagern eigentlich sehr wichtig. Die Pflege von kranken und alten Menschen ist das eine, ihr macht aber auch Erste Hilfe und Notfallkurse bei euch an der Schule. Genau, im ersten Jahr haben wir den Erste-Hilfe-Kurs gemacht, den 16-stündigen. Der wird auch beim Führerschein, wird der auch angerechnet. Bei dem haben wir einfach gelernt, wie man einen Menschen wiederbelebt und welche Anzeichen der Mensch hat, wenn er eine Wiederbelebung braucht, wenn er nicht nur wirklich bewusstlos ist, ab wann man das auch macht und wie man den auch wirklich durchführt. Und im ersten haben wir auch noch dazu gemacht den Baby-Notfallkurs, was man macht, wenn man zum Beispiel ein regloses Baby sieht oder wenn man mit einem regloses Baby in Kontakt kommt, wie man da reagiert, weil da kann man ja nicht wie bei den Erwachsenen reagieren. Babys ist in dem Fall ein sehr gutes Stichwort, weil Pflege betrifft auch die Kleinsten von uns, wenn man so will. Auch Thema bei euch in der Schule, Lea, Babyfit. Was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen? Also bei uns bezieht man sich auf das Thema im ersten Jahrgang sehr speziell, auf die Babypflege und Kleinkinderpflege. Und das machen wir auch im Unterrichtsgegenstand Gesundheit und Soziales. Da erlernt man das Ganze, wie man richtig ein Baby pflegt, wäscht und wickelt und auch natürlich die Ernährung gehört auch dazu. Zum Beispiel Babybrei ganz am Anfang als Beikost zum Beispiel oder auch im Kleinkindalter. Zum Beispiel Gemüsesticks, zum Beispiel kleine Tierchen einfach niedlicher anrichten, dass es für die Kinder einfach ansprechender ist. Und das kann man zum Beispiel bei Kindergeburtstagen oder im Kindergarten generell machen oder beim Kinderbuffet. Und heute machen wir halt an Gemüsesticks Löwen. Wie es sich für eine land- und ernährungswirtschaftliche Fachschule gehört, kochen die Schülerinnen und Schüler in Hartberg aber auch für die Erwachsenen und für sich selbst, nicht nur für Babys und Kleinkinder. Wenn gerade nicht gekocht wird, dann steht zum Beispiel Brotbacken am Programm in der schuleigenen Küche. Was in der Theorie definitiv leichter klingt, als es in der Praxis ist. Trotz der Top-Anleitung von der Lana. Glaubt's mir. Und etwas Einzigartiges da ist eben auch noch die Kooperation mit der HLW. Genau, wir haben nach unserer dreijährigen Fachschule die Chance, den Aufbaulehrgang in der HLW zu machen. Man steigt dort dann im dritten Jahr ein und geht weitere 3 Jahre dort in die Schule und hat am Ende der 3 Jahre in der HLW dann die vollwertige Matura. Das Gute an der Sache ist auch noch, dass wir einen Schülerstatus beibehalten. Das heißt, wir kriegen die Schülerausweis, also für den Bus, für die ganzen Fahrten. Dann kriegen wir auch noch die Schülerbeihilfe und die ganzen Unterlagen für den Unterricht, die Bücher und alles. Und es ist noch immer nicht alles bei euch. Lana, es gibt auch noch das MAP-Modul. Was ist denn das? Genau, MAP ist die Abkürzung für medizinische Assistenzberufe. Wir haben das Basismodul gemacht. Da tut man einfach über die Basis, also die
Berufe, Ordinationsröntgen, Operations, Gips, Labor- und Desinfektionsassistentin. Da kriegt man einfach einen Einblick und ja. Man merkt, es ist extrem viel Input da, das kann man sich vielleicht gar nicht alles auf einmal merken. Deshalb in Ruhe mal die Zeit nehmen, online reinklicken und bei der Homepage der Schule einfach einmal nachschauen, was es da für ein breites Angebot gibt. Max macht Schule, der Fachschulencheck auf Antenne Steiermark. Präsentiert von den Steirischen Land- und Ernährungswirtschaftlichen Fachschulen.